Der Saal wird dunkel, nach der Eispause erscheint plötzlich der eigene Freund auf der Kinoleinwand und macht mit einem selbstgedrehten Film vor über 100 Menschen einen Heiratsantrag. Und das auch noch am Valentinstag. Das ist kein Stoff aus einem kitschigen Hollywood-Streifen, sondern ist so letzte Woche in Schleswig tatsächlich passiert. Die Idee dazu kam dem 20-jährigen Nikolai relativ spontan. Und da dachte ich mir, gut, planst du es nicht. Bin ich halt rein, habe einfach den Ring gekauft und habe dann eine Idee gebraucht. Und gegenüber habe ich halt das Kino gesehen. Und ich dachte mir halt so, ein Heiratsantrag im Kino vor allen Leuten wäre halt schon ziemlich cool. Weil ich ihr auch unter anderem einmal gesagt habe, dass ich gerne wollen würde, dass alle halt Leute wissen, wie sehr ich sie liebe. Geahnt hat seine Freundin Christina von all dem nichts. Auf jeden Fall sind meine Hände und meine Finger weich geworden erstmal. Und Kribbeln habe ich auf jeden Fall gehabt. Und dann habe ich aber nicht gedacht, vielleicht ist es einfach nur so ein Video. Und will mir halt zum Valentinstag gratulieren. Aber wo ich dann gesehen habe, dass sie halt in einen Juwelier reingeht, dachte ich mir, okay. Ja, aufgeregt war ich auch. Nikolai hat seine mutige Aktion übrigens von seinem besten Freund filmen lassen. Die Idee zu öffentlichen Heiratsanträgen ist ja nicht neu. Auf Plakatwänden, im Fußballstadion oder auf einem Konzert. Hat man da kein Muffensausen, dass etwas schief geht? Also, dass sie direkt Nein sagt, ja klar, so ein bisschen Sorge hat man schon, aber davon bin ich eigentlich nicht ausgegangen. Aber aufgeregt war ich auf jeden Fall ziemlich. Vor allem stand ich halt draußen, hab unten noch schnell den Ring und die Rose geholt. Und dann hört man einfach nur sich da hinten im Hintergrund reden und denkt sich, das sehen ja schon alle Leute. So ein öffentlicher Antrag ist doch der Traum jeder Frau, oder? Das ist echt süß. Total romantisch. Also ja. Kann ich mir gar nicht besser vorstellen. Ich sag mal so, wer macht sowas schon? Männer sind ja eher mehr so zurückhaltend und eher so mehr auf, oh, ich mach's lieber zu Hause. Ja, doch schon ein bisschen kitschig. Also für mich wäre es nichts, aber klar, ich kann mir gut vorstellen, dass das manche ganz süß finden. In den nächsten 1 bis 2 Jahren wollen Christina und Nikolai dann auch heiraten. Ihren Kinofilm haben die beiden frisch Verlobten übrigens im Anschluss noch geschaut.